Alle Menschen werden Twitter. Die Online-Masse. Alle Menschen werden Gotteskinder. Die religiöse Masse. Und mittendrin? Mittendrin das Individuum, das sich zugehörig fühlen will. Könnte man sich nicht online ausreichend zugehörig wissen, in der globalisiert vernetzten Welt? Über die Medien, über Bildschirme? Offenbar nicht. Offenbar ist das leibhaftig erlebte Massenbad beliebter denn je. Auf Fanmeilen, in Stadien, beim Popkonzert, bei Kirchentagen. Und auch politisch treibt es Bürger immer wieder auf die Straßen. Die leibhaftig versammelte Masse hat nicht an Bedeutung verloren. Eher gewonnen, wie auch die Beliebtheit von Public Viewing zeigt. Es ändern sich nur die Formen, die Möglichkeiten und die Mengen. Im Vergleich etwa zu den Zeiten, als man nur Pferde hatte und die Kunde einer Nachricht mit der Kutsche kam. Sich als Menge zu versammeln, meint der Philosoph Dr. Hermann Schlüter von der Münchner Volkshochschule, ist immer auch eine Art Selbstvergegenwärtigung als Bevölkerung, ob im Dorf oder in der Großstadt. Dass wahrscheinlich auch die Lust der Menschen darin besteht, dieses Millionensein oder die große Zahl von Menschen zu sein, in irgendeiner Weise zu inszenieren. Also früher hat wahrscheinlich gereicht, wenn 1000 Leute in der Kirche zusammenkommen, dass man so den Eindruck hat, also die Stadt repräsentiert sich jetzt mal durch die Menge der Leute, die da zusammenkommen und dem Pfarrer oder dem Bürgermeister vorm Rathaus zuhören. Also heute muss das dann schon auf Fanmeilen und so weiter geschehen, wo dann wirklich auch sichtbar, fast sozusagen in allen Ecken der Straßen und überall, wo man in der Stadt hingucken kann, Leute stehen, um auch mal zu sehen, wir sind wirklich ganz viele. Also da inszeniert sich der Versuch, die Größe unserer Gesellschaft erlebbar darzustellen. Hier ruft eine Kirchenglocke ihre Gemeindemitglieder in Hörweite zur Versammlung. Im Internet ist es ein virtueller Ruf, wenn eine Nachricht sich über Twitter, Mobilfunk oder E-Mail wie eine Erregungswelle ausbreitet und zu einer leibhaftigen Versammlung ruft. Eine moderne Form davon heißt Flashmob. Kokettiert sogar mit dem Begriff des Mobs als spontanem Massenauflauf und wird von Aktivisten gerne für Überraschungsaktionen und spontane Mobilisierungen genutzt. Sich zu versammeln, bleibt ein starkes Bedürfnis. Intellektuell kann ich immer sagen, wenn ich im Internet bin, bin ich auch mit so und so vielen Millionen, wenn ich in irgendeinem Chatroom bin oder so, verbunden. Aber vom Erlebnis her bin ich dann doch alleine zu Hause an meinem PC. Ein leibhaftig intensives Erleben einer berauschenden Masse, das hat auch den Schriftsteller Elias Canetti zu seiner großen Studie getrieben, die 1960 unter dem Titel »Masse und Macht« erschien. Als junger Mann, 1927, hatte er sich in Wien mitreißen lassen in einem antifaschistischen Protestmarsch, der in der Erstürmung des Justizpalastes gipfelte. »Ich wurde zu einem Teil der Masse. Ich ging vollkommen in ihr auf. Ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm.« Er ging dem Phänomen der Massenbildung nach und beobachtete, wie das hautnahe Erleben der dichten, strömenden Menge von den eigenen Ich-Grenzen erlöst. Wir möchten immer wieder unsere Distanzlasten abwerfen, möchten eine Persönlichkeitsentgrenzung erleben, möchten aufgehen in etwas, das mächtiger ist als wir selbst. Elias Canetti beschrieb die Bildung von Massen als universelles Phänomen, beschrieb, wie es sich auch in Mythen, in kultischen Handlungen und im Erleben von Naturgewalt zeigt. 4 Charakteristika arbeitete er heraus. Die Masse will immer wachsen. Innerhalb der Masse herrscht Gleichheit. Die Masse liebt die Dichte. Die Masse braucht eine Richtung. Aufbrechen, zur Masse anschwellen, alle in die gleiche Richtung marschieren. Ein Volkskörper, ein Ziel. Die Schrecken fanatisierter Massen. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt
widmete nach der Erfahrung des Faschismus ihr Werk über Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft der Frage, wie Menschen dazu gebracht werden, das eigene Denken völlig aufzugeben und ihr Leben in einem Kollektivkörper zum Verschwinden zu bringen. Unter dem Terror der Denunziation und in der Uniform einer aufgeladenen Ideologie. Dem Terror gelingt es, Menschen so zu organisieren, als gäbe es sie gar nicht im Plural, sondern nur im Singular. Als gäbe es nur einen gigantischen Menschen auf der Erde, dessen Bewegungen in den Marsch eines automatisch notwendigen Natur- oder Geschichtsprozesses mit absoluter Sicherheit und Berechenbarkeit einfallen. Das Massenerlebnis verscheucht das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Es verleiht das Gefühl von Macht. Von Macht auch dazu, etwas auszuleben, was man sich selbst versagt hätte, wenn man mit seinem Über-Ich allein geblieben wäre. In der Masse, ob als fanatische Kämpfer, als religiöse Eiferer oder ekstatische Partygänger, wirkt auch eine Art enthemmende Handlungserlaubnis. Die schiere Masse erlaubt es, eine Weile nicht auf die eigene Vernunftstimme hören zu müssen, meint auch Hermann Schlüter. Ich glaube auch, dass Freud da wieder recht hat, wenn er sagt, dass in einer Masse tatsächlich die Leute, wenn man jetzt aus einer moralischen Perspektive das sieht, sich von der Verantwortung entlasten. Also sie ahmen eigentlich den Nebenmann nach oder man muss nur den Nebenmann nachahmen, dann läuft das schon in der Masse und einige orientieren sich dann, sag ich mal, an einem Führer oder an einer Idee, die das so einigermaßen zusammenhält. Hier und heute erleben wir Masse überwiegend als Freizeitevent. Lassen uns gerne mal euphorisieren, jubeln und hüpfen gerne mal mit in einem Stadion, beim Popkonzert, zur Fußball-WM oder beim Kirchentag. Solche Massenerlebnisse bilden nur noch einzelne Fleckerl im bunten Lebensteppich. Greifen nicht, wie im Totalitarismus, nach dem ganzen Menschen. Sind harmlose Formen von Vergemeinsamung als schunkelnde und schmetternde Menge. Doch auch die harmlosen Vermengungen sehen die, denen es um das anspruchsvolle Subjekt geht, kritisch. Als Regression, als Rückschritt in der Subjektentwicklung, als frühkindliche Anleihe von Größenfantasien, als geliehenes Machtgefühl ohne eigene Substanz, als Vermeidung von Erwachsenwerden. Verpönt ist vor allem der Rückfall ins Tierische. Allen voran rümpft Friedrich Nietzsche die Nase. Der Pöbel blinzelt, wir sind alle gleich. Einstmals war das Ich in der Herde versteckt. Und jetzt ist im Ich noch die Herde versteckt. Die Herde weiß nicht, was gestern, was heute ist. Sie springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder. Und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tag zu Tag. Kurz verbunden mit ihrer Lust und Unlust, nämlich an den Pflock des Augenblicks. Und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Am Pflock des Augenblicks. Mal für einen Moment gut untergebracht in einer fröhlichen Menge, befreit von Schwermut und Überdruss. Dass das erleichtert, hat Friedrich Nietzsche wohl richtig gesehen. Vor allem, wenn der Überdruss ein Unterdruss ist und als Langeweile bohrt. Diese endlos gedehnte Zeit. Was soll ich bloß anfangen mit mir, wenn doch irgendetwas passieren würde? Ein Mittel gegen die Langeweile wäre, leidenschaftlicher zu leben, mit starkem persönlichem Einsatz, mit persönlicher Beherztheit. Doch auch da lauern Leiden, nur andere, diagnostiziert Arthur Schopenhauer. Unser reales Leben ist, wenn nicht Leidenschaften es bewegen, langweilig und fade. Wenn sie es aber bewegen, wird es bald schmerzlich. Hier also das Leiden an zu viel Ergriffenheit, wenn man sich gefühlsmäßig überstürzt hat, zu sehr ausgesetzt und verletzbar gemacht hat. Dort das Leiden an zu wenig Ergriffenheit, an Langeweile. Und gegen beides hilft der Aufenthalt in einer leidensfreien Zone, einer harmlos sinnlichen Menge. Sie bietet etwas, was der Philosoph Hermann Schlüter niederschwellig nennt, ein niederschwelliges Angebot von Nähe und Identifikation.
aus dieser Langeweile will man fliehen. Und fliehen tut man am besten zu dem anderen, aber nicht zu dem Problem des anderen. Nicht? Also wenn man dann mit dem anderen ein Problemgespräch führt, dann wird es auch wieder schwierig. Nicht? Also man flüchtet lieber zu dem anderen, der schon ein Fest inszeniert, wo man sich einreihen kann, wo man zusammen feiern kann, wo man, wenn man so will, niederschwellig auf einer Gefühlsebene sich mit dem anderen oder mit den Ideen des anderen identifizieren muss, wo es aber keine Nachfragen gibt, ob man jetzt wirklich dazugehört und ob man auch dieser Idee entsprechend ist, sondern sozusagen dieses Schwimmen in dem Gefühl der Gemeinsamkeit. Das bringt Entlastung von den Anstrengungen, Subjekt zu sein, und Flucht vor der Langeweile und, wenn man so will, auch Flucht vor der Angst, alleine zu sein. Das gibt's ja auch noch. Ein Bad in der Menge ist insofern auch etwas anderes, eben etwas Niederschwelligeres, als der ausgesuchte Freundeskreis oder die ausgesuchte Wahlgemeinschaft. Aber werden wir dabei nicht doch zu Herdentieren oder zu regressiven Kindern? Zu gefährlich denkfaulen Mitläufern gar. Dr. Hermann Schlüter, Leiter des Philosophie- und Naturwissenschaftsprogramms der Münchner Volkshochschule, hält eine gewisse Gelassenheit für ratsam. Aus der deutschen Geschichte ist man natürlich immer in dieser Problematik, dass man öffentlich eigentlich erklären muss, man hat mit der Masse nichts zu tun. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Auch müsste man vielleicht dann eben den Begriff der Masse so ein bisschen positiver formulieren, also eine Gemeinsamkeit unter einer festlichen Idee, eine Gemeinsamkeit des Miteinanderspielens herausstellen, wo man so ein bisschen Zeit vergessen und Ziel vergessen und Zweck vergessen sich artikulieren kann, das gehört einfach zum Menschen dazu. Also ganz unabhängig davon, dass das natürlich auch missbraucht werden kann. Fragwürdig sei auch die Vorstellung, das moderne Individuum müsse stets seine Autonomie bewahren, um souverän zu bleiben. Es sei nun mal auf sich gestellt und letztlich zur Einsamkeit verurteilt. Ich glaube, wir sind zur Einsamkeit verurteilt, wenn wir einen bestimmten Blick auf den Menschen haben, und das ist der Blick der Moderne. In der Moderne ist im Grunde das Individuum erfunden worden und hat sich gesteigert als das Modell, was der Mensch leben soll. Natürlich gehören dazu dann auch diese Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, ökonomische Sicherheit. Aber wenn wir uns mal das gesamte menschliche Leben anschauen, ist es doch so, dass wir in der Familie groß werden, unter Abhängigkeiten von anderen, also gar nicht sozusagen, wir sind nicht von Anfang an dieses Individuum und wir sind nicht von Anfang an einsam. Das Bad in einer Menge könnte demnach so etwas sein wie eine immer wieder versuchte Rückanbindung an das, was menschlich gemeinsam ist, was als gemeinsamer Grund erfahrbar ist. So wie religiöse Menschen eine Rückanbindung an Gott suchen, was Religio übersetzt ja auch heißt, so könnte die Rückbindung an das menschlich Gemeinsame das sein, was man jenseits des Religiösen in einem niederschwelligen Massenerlebnis ersehnt. Es wäre auch kein Widerspruch, sondern eine existenzielle Ergänzung im Repertoire der Persönlichkeit. Ich glaube, zu einem guten Subjekt gehört eigentlich auch das Bewusstsein, dass er immer wieder zu denen zurückkehren muss, aus deren Reihen er eigentlich gekommen ist oder mit denen er feiern kann, entweder in der Familie oder in größeren Zusammenhängen. Und nicht die Inszenierung der eigenen Subjektivität herauszustellen. Also manche können das ja heute bei uns nur noch, indem sie dann viel Alkohol trinken und dann die Nähe zum anderen dadurch herstellen, dass die eigene Reflexionsfähigkeit herabgesetzt wird. Aber ich glaube, das kann man auch ohne Alkohol. Ein gutes Subjekt sein, indem man die Reflexionsfähigkeit auch mal herabsetzt, sich einreiht in ein vereinfachtes Miteinandersein in einer Menschenfamilie, gerne mal Herdentier ist. Hermann Schlüter verteidigt das, gegen den schlechten Ruf, den die Masse als sozialpsychologisches Sorgenkind hat. Masse immer so eher als Haufen, ist aber ein Beschreibungsbegriff, den die Eliten oder die Intellektuellen für die Massen verwandt haben. Man muss schon sehen, also die Masse bezeichnet sich nicht selber als Masse, sondern wird von anderen, sozusagen von der soziologischen Beobachtung, als Masse beschrieben. Virulent wurde es natürlich erst im 19. Jahrhundert durch die Freisetzung vieler Menschen im ökonomischen Prozess, auch in den entstehenden Großstädten. Und dann erlebt das 19. Jahrhundert diese Vermassung, diesen Entfremdungscharakter.
wo es dann wieder Intellektuelle wie zum Beispiel Karl Marx gibt, der hat dann nicht mehr von Masse, sondern von Proletariat gesprochen und hatte dann wieder einen Einheitsbegriff, der positiv gewendet ist, nicht? Also Masse ist fast immer als dieser Negativbegriff einer bloßen Ansammlung von Menschen, eines Haufens bezeichnet worden. Und zu einem Haufen will man schließlich nicht gehören. In der heftigen Jugendzeit der Ich-Werdung nicht mal zum Haufen der eigenen Familie. Es ist ja in der Regel so, dass man nach der Pubertät von der Familie erstmal Abstand nimmt, nicht mehr so gerne mit den Eltern feiert und schon gar nicht Weihnachtslieder singt und diese ganzen Sachen. Aber ab einem bestimmten Alter geht man wieder hin und merkt dann, also wenn ich jetzt das Weihnachtslied nicht mitsinge, dann gehöre ich hier nicht dazu. Also wenn ich mit dazugehören will, und so problematisch ist es dann auch nicht mehr, dann wieder zur Familie zugehören, und dann kann man auch ein Weihnachtslied mitsingen. Und diese Schwelle muss man, glaube ich, überspringen. Manchmal aber ist die Schwelle nicht überspringbar. Man fühlt sich beklommen am Rande einer Menge, die das vermeintlich Falsche besingt, in einer falschen Sprache oder schon arg betrunken. Wo der Anschluss an diese Gemeinsamkeit, wo man merkt, das schafft man nicht. Da würde man auch nur dabei stehen und daneben stehen und würde sich einsam in oder bei dieser Masse fühlen. Ich glaube, man muss schon auch dem, was in einer bestimmten Menschenmenge inszeniert wird, von sich aus eine Bereitschaft mitbringen, dass man dazugehört. Is there anybody out there? Let US start the party! Beim gemeinsamen Singen und Tanzen, ja in der Musik allgemein, lässt sich wohl am besten und am tröstlichsten fühlen, was alle verbindet und trägt. Das unaussprechlich Innige aller Musik, vermöge dessen sie als ein so ganz Vertrautes an uns vorüberzieht, so ganz verständlich und doch so unerklärlich, beruht darauf, dass sie alle Regungen unseres innersten Wesens wiedergibt, aber fern von ihrer Qual. In der Musik inszenieren wir eigentlich die Grundgemeinsamkeit des Menschen. Er hat da zwar vergessen den Tanz, also meiner Ansicht nach gehört Tanz dazu. Also in Musik und Tanz wird nach Schopenhauer, wenn Sie so wollen, das Unbewusste in allen Menschen rege. Und das ist aus der Schopenhauerischen und dann am Ende auch aus der Freudschen Sicht das, was uns allen gemeinsam ist. Also wir inszenieren da eine Gemeinsamkeit, die uns von Natur aus gegeben ist. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go, Massenereignisse so zu begehen, dass sie weder im Dumpfen noch im Hysterischen enden, bleibt eine Gratwanderung. Es könnte aber für eine Demokratie durchaus von Nutzen sein, wenn all ihre Mitglieder beides können: ein Herdentier sein und ein Ich sein, Verantwortung tragen und Verantwortung loslassen. Es steht ja schließlich kein Großinquisitor mehr einer dummen Masse gegenüber, wie in vordemokratischen Zeiten. Dazu Dr. Hermann Schlüter. Diese Trennung zwischen den einigen Menschen, die herrschen, über die vielen, die die Masse und mehr oder minder die Dummen sind und beherrscht werden müssen, das ist der demokratischen Gesellschaft nicht mehr zuträglich, sondern wir müssten eigentlich sehen, dass wir immer beides sind. Also dass wir auch den Großinquisitor zum Fest einladen und ihm aber auch nicht das Recht über uns einräumen, dass er über uns bestimmen kann, sondern dass wir selber mitbestimmen wollen. Also man sieht in der Moderne, dass die Menschen verschiedene Rollen haben. Wir sehen mehr und mehr, dass jeder Mensch eigentlich diese Rollen übernehmen muss. Also jeder ist in Zusammenhängen, wo er meinetwegen Chef ist, und in anderen Zusammenhängen wieder Untergebener. In Zusammenhängen, wo er vielleicht Ordnungsfunktionen hat oder dann, wo er wirklich mitfeiern darf. Wenn sich Menschlichkeit auch als Menge gut erleben lässt, fühlt man sich vermutlich behauster in der Welt. Behauster als der Fremde im Hotelzimmer einer fremden Großstadt, wie ihn Roger Willemsen in seinen Reiseaufzeichnungen über die Enden der Welt beschreibt. Abgeschnitten von der eigenen Vergangenheit. Ohne Zusammenhang mit den Menschen und ihren Handlungen. Bei lebendigem Leib entfernt von mir selbst. Aussichten ausgeliefert. Few points. Unforgettable moments. Zurück im 20. Stock des Hotels, wo ich an der Fensterfront des Zimmers klebe wie ein Herbstblatt. Die Nacht kommt nieder mit ihren Versprechen. Mir fallen gerade nur Unerfüllte ein. Unerfüllbare. Erst fehlen Menschen, dann Stimmungen,
Atmosphären. Am nächsten Abend wird die Angst vor der Einsamkeit physisch. Sie fühlt sich wie Platzangst an. Man sagt sich, du bist unter Menschen. Aber im Gefühl kommt nur das Selbstbild des einsamen, wunderlich werdenden Fremdlings an, der nur unter einem Blick so fremd werden kann, dem eigenen. Als gäbe es sie gar nicht im Plural, sondern nur im Singular. Als gäbe es nur einen gigantischen Menschen auf der Erde, dessen Bewegungen in den Marsch eines automatisch notwendigen Natur- oder Geschichtsprozesses mit absoluter Sicherheit und Berechenbarkeit einfallen. Das Massenerlebnis verscheucht das Gefühl, klein und unbedeutend zu sein. Es verleiht das Gefühl von Macht. Von Macht auch dazu, etwas auszuleben, was man sich selbst versagt hätte, wenn man mit seinem Über-Ich allein geblieben wäre. In der Masse, ob als fanatische Kämpfer, als religiöse Eiferer oder ekstatische Partygänger, wirkt auch eine Art enthemmende Handlungserlaubnis. Die schiere Masse erlaubt es, eine Weile nicht auf die eigene Vernunftstimme hören zu müssen, meint auch Hermann Schlüter. Ich glaube auch, dass Freud da wieder recht hat, wenn er sagt, dass in einer Masse tatsächlich die Leute, wenn man jetzt aus einer moralischen Perspektive das sieht, sich von der Verantwortung entlasten. Also sie ahmen eigentlich den Nebenmann nach oder man muss nur den Nebenmann nachahmen, dann läuft das schon in der Masse und einige orientieren sich dann, sag ich mal, an einem Führer oder an einer Idee, die das so einigermaßen zusammenhält. Hier und heute erleben wir Masse überwiegend als Freizeitevent. Lassen uns gerne mal euphorisieren, jubeln und hüpfen gerne mal mit in einem Stadion, beim Popkonzert, zur Fußball-WM oder beim Kirchentag. Solche Massenerlebnisse bilden nur noch einzelne Fleckerl im bunten Lebensteppich. Greifen nicht, wie im Totalitarismus, nach dem ganzen Menschen. Sind harmlose Formen von Vergemeinsamung als schunkelnde und schmetternde Menge. Doch auch die harmlosen Vermengungen sehen die, denen es um das anspruchsvolle Subjekt geht, kritisch. Als Regression, als Rückschritt in der Subjektentwicklung, als frühkindliche Anleihe von Größenfantasien, als geliehenes Machtgefühl ohne eigene Substanz, als Vermeidung von Erwachsenwerden. Verpönt ist vor allem der Rückfall ins Tierische. Allen voran rümpft Friedrich Nietzsche die Nase. Der Pöbel blinzelt, wir sind alle gleich. Einstmals war das Ich in der Herde versteckt. Und jetzt ist im Ich noch die Herde versteckt. Die Herde weiß nicht, was gestern, was heute ist. Sie springt umher, frisst, ruht, verdaut, springt wieder und so vom Morgen bis zur Nacht und von Tag zu Tag, kurz verbunden mit ihrer Lust und Unlegeres als der ausgesuchte Freundeskreis oder die ausgesuchte Wahlgemeinschaft. Aber werden wir dabei nicht doch zu Herdentieren oder zu regressiven Kindern, zu gefährlich denkfaulen Mitläufern gar? Dr. Hermann Schlüter, Leiter des Philosophie- und Naturwissenschaftsprogramms der Münchner Volkshochschule, hält eine gewisse Gelassenheit für ratsam. Aus der deutschen Geschichte ist man natürlich immer in dieser Problematik, dass man öffentlich eigentlich erklären muss, man hat mit der Masse nichts zu tun. Aber ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Auch müsste man vielleicht dann eben den Begriff der Masse so ein bisschen positiver formulieren. Also eine Gemeinsamkeit unter einer festlichen Idee, eine Gemeinsamkeit des Miteinanderspielens herausstellen, wo man so ein bisschen Zeit vergessen und Ziel vergessen und Zweck vergessen sich artikulieren kann, das gehört einfach zum Menschen dazu. Also ganz unabhängig davon, dass das natürlich auch missbraucht werden kann. Fragwürdig sei auch die Vorstellung, das moderne Individuum müsse stets seine Autonomie bewahren, um souverän zu bleiben. Es sei nun mal auf sich gestellt und letztlich zur Einsamkeit verurteilt. Ich glaube, wir sind zur Einsamkeit verurteilt, wenn wir einen bestimmten Blick auf den Menschen haben, und das ist der Blick der Moderne. In der Moderne ist im Grunde das Individuum erfunden worden und hat sich gesteigert als das Modell, was der Mensch leben soll. Natürlich gehören dazu dann auch diese Eigenverantwortung, Selbstständigkeit, ökonomische Sicherheit.
Aber wenn wir uns mal das gesamte menschliche Leben anschauen, ist es doch so, dass wir in der Familie groß werden, unter Abhängigkeiten von anderen, also gar nicht sozusagen, wir sind nicht von Anfang an dieses Individuum und wir sind nicht von Anfang an einsam. Das Bad in einer Menge könnte demnach so etwas sein wie eine immer wieder versuchte Rückanbindung an das, was menschlich gemeinsam ist, was als gemeinsamer Grund erfahrbar ist. So wie religiöse Menschen eine Rückanbindung an Gott suchen, was Religio übersetzt ja auch heißt, so könnte die Rückbindung an das menschlich Gemeinsame das sein, was man jenseits des Religiösen in einem niederschwelligen Massenerlebnis ersehnt. Es wäre auch kein Widerspruch, sondern eine existenzielle Ergänzung im Repertoire der Persönlichkeit. Ich glaube, zu einem guten Subjekt gehört eigentlich auch das Bewusstsein, dass er immer wieder zu denen zurückkehren muss, aus deren Reihen er eigentlich gekommen ist oder mit denen er feiern kann, entweder in der Familie oder in größeren Zusammenhängen. Und nicht die Inszenierung der eigenen Subjektivität. Alle Menschen werden Twitter. Die Online-Masse. Alle Menschen werden Gotteskinder. Die religiöse Masse. Und mittendrin? Mittendrin das Individuum, das ich zugehörig fühlen will. Könnte man sich nicht online ausreichend zugehörig wissen, in der globalisiert vernetzten Welt? Über die Medien, über Bildschirme? Offenbar nicht. Offenbar ist das leibhaftig erlebte Massenbad beliebter denn je. Auf Fanmeilen, in Stadien, beim Popkonzert, bei Kirchentagen. Und auch politisch treibt es Bürger immer wieder auf die Straßen. Die leibhaftig versammelte Masse hat nicht an Bedeutung verloren, eher gewonnen, wie auch die Beliebtheit von Public Viewing zeigt. Es ändern sich nur die Formen, die Möglichkeiten und die Mengen. Im Vergleich etwa zu den Zeiten, als man nur Pferde hatte und die Kunde einer Nachricht mit der Kutsche kam. Sich als Menge zu versammeln, meint der Philosoph Dr. Hermann Schlüter von der Münchner Volkshochschule, ist immer auch eine Art Selbstvergegenwärtigung als Bevölkerung. Ob im Dorf oder in der Großstadt. Dass wahrscheinlich auch die Lust der Menschen darin besteht, dieses Millionensein oder die große Zahl von Menschen zu sein, in irgendeiner Weise zu inszenieren. Also früher hat wahrscheinlich gereicht, wenn 1000 Leute in der Kirche zusammenkommen, dass man so den Eindruck hat, also die Stadt repräsentiert sich jetzt mal durch die Menge der Leute, die da zusammenkommen und dem Pfarrer oder dem Bürgermeister vor dem Rathaus zuhören. Also heute muss das dann schon auf Fanmeilen und so weiter geschehen, wo dann wirklich auch sichtbar, fast sozusagen in allen Ecken der Straßen und überall, wo man in der Stadt hingucken kann, Leute stehen, um auch mal zu sehen, wir sind wirklich ganz viele. Also da inszeniert sich der Versuch, die Größe unserer Gesellschaft erlebbar darzustellen. Hier ruft eine Kirchenglocke ihre Gemeindemitglieder in Hörweite zur Versammlung. Im Internet ist es ein virtueller Ruf, wenn eine Nachricht sich über Twitter, Mobilfunk oder E-Mail wie eine Erregungswelle ausbreitet und zu einer Lust, nämlich an den Pflock des Augenblicks. Und deshalb weder schwermütig noch überdrüssig. Am Pflock des Augenblicks. Mal für einen Moment gut untergebracht in einer fröhlichen Menge, befreit von Schwermut und Überdruss. Dass das erleichtert, hat Friedrich Nietzsche wohl richtig gesehen. Vor allem, wenn der Überdruss ein Unterdruss ist und als Langeweile bohrt. Diese endlos gedehnte Zeit. Was soll ich bloß anfangen mit mir, wenn doch irgendetwas passieren würde? Ein Mittel gegen die Langeweile wäre, leidenschaftlicher zu leben. Mit starkem, persönlichem Einsatz, mit persönlicher Beherztheit. Doch auch da lauern Leiden. Nur andere, diagnostiziert Arthur Schopenhauer. Unser reales Leben ist, wenn nicht Leidenschaften es bewegen, langweilig und fade.
Wenn sie es aber bewegen, wird es bald schmerzlich. Hier also das Leiden an zu viel Ergriffenheit, wenn man sich gefühlsmäßig überstürzt hat, zu sehr ausgesetzt und verletzbar gemacht hat. Dort das Leiden an zu wenig Ergriffenheit, an Langeweile. Und gegen beides hilft der Aufenthalt in einer leidensfreien Zone, einer harmlos sinnlichen Menge. Sie bietet etwas, was der Philosoph Hermann Schlüter niederschwellig nennt, ein niederschwelliges Angebot von Nähe und Identifikation. Aus dieser Langeweile will man fliehen. Und fliehen tut man am besten zu dem anderen, aber nicht zu dem Problem des anderen. Also wenn man dann mit dem anderen ein Problemgespräch führt, dann wird es auch wieder schwierig. Also man flüchtet lieber zu dem anderen, der schon ein Fest inszeniert, wo man sich einreihen kann, wo man zusammen feiern kann, wo man, wenn man so will, niederschwellig auf einer Gefühlsebene sich mit dem anderen oder mit den Ideen des anderen identifizieren muss, wo es aber keine Nachfragen gibt, ob man jetzt wirklich dazugehört und ob man auch dieser Idee entsprechend ist, sondern sozusagen dieses Schwimmen in dem Gefühl der Gemeinsamkeit. Das bringt Entlastung von den Anstrengungen, Subjekt zu sein, und Flucht vor der Langeweile und, wenn man so will, auch Flucht vor der Angst, alleine zu sein. Das gibt's ja auch noch. Ein Bad in der Menge ist insofern auch etwas anderes, eben etwas niederschwellhaftigen Versammlung ruft. Eine moderne Form davon heißt Flashmob. Kokettiert sogar mit dem Begriff des Mobs als spontanem Massenauflauf, und wird von Aktivisten gerne für Überraschungsaktionen und spontane Mobilisierungen genutzt. Sich zu versammeln bleibt ein starkes Bedürfnis. Intellektuell kann ich immer sagen, wenn ich im Internet bin, bin ich auch mit so und so vielen Millionen, wenn ich in irgendeinem Chatroom bin oder so, verbunden. Aber vom Erlebnis her bin ich dann doch alleine zu Hause an meinem PC. Ein leibhaftig intensives Erleben einer berauschenden Masse, das hat auch den Schriftsteller Elias Canetti zu seiner großen Studie getrieben, die 1960 unter dem Titel »Masse und Macht« erschien. Als junger Mann, 1927, hatte er sich in Wien mitreißen lassen in einem antifaschistischen Protestmarsch, der in der Erstürmung des Justizpalastes gipfelte. »Ich wurde zu einem Teil der Masse. Ich ging vollkommen in ihr auf.« Ich spürte nicht den leisesten Widerstand gegen das, was sie unternahm. Er ging dem Phänomen der Massenbildung nach und beobachtete, wie das hautnahe Erleben der dichten, strömenden Menge von den eigenen Ich-Grenzen erlöst. Wir möchten immer wieder unsere Distanzlasten abwerfen, möchten eine Persönlichkeitsentgrenzung erleben, möchten aufgehen in etwas, das mächtiger ist als wir selbst. Elias Canetti beschrieb die Bildung von Massen als universelles Phänomen, beschrieb, wie es sich auch in Mythen, in kultischen Handlungen und im Erleben von Naturgewalt zeigt. Vier Charakteristika arbeitete er heraus. Die Masse will immer wachsen. Innerhalb der Masse herrscht Gleichheit. Die Masse liebt die Dichte. Die Masse braucht eine Richtung. Aufbrechen, zur Masse anschwellen, alle in die gleiche Richtung marschieren. Ein Volkskörper, ein Ziel. Die Schrecken fanatisierter Massen. Die jüdische Philosophin Hannah Arendt widmete nach der Erfahrung des Faschismus ihr Werk über Elemente und Ursprünge totalitärer Herrschaft der Frage, wie Menschen dazu gebracht werden, das eigene Denken völlig aufzugeben und ihr Leben in einem Kollektivkörper zum Verschwinden zu bringen, unter dem Terror der Denunziation und in der Uniform einer aufgeladenen Ideologie. Dem Terror gelingt es, Menschen so zu organisieren,